Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem Video von mir. Und zwar, wir unboxen heute eine Möchtegern GoPro. Und zwar die hier. Die hier. Die ist aus China. Die habe ich bei Wish bestellt für 30 Euro. Das Video kommt gleich noch, also im Anschluss. Und das Video habe ich mit dem Handy aufgenommen, deswegen ist die Qualität nicht so geil, tut mir leid. Und dann habe ich auch nochmal hier drauf ein Video sozusagen, wie die Kamera so filmt und bearbeitet. Und ja, das seht ihr dann gleich alles. Und ich sehe momentan nicht so gut aus, ich bin krank. Was wollte ich noch dazu sagen? Genau, also die Kamera ist eigentlich relativ kompakt, klein, ja, wiegt nicht wirklich viel. Verarbeitung ist okay. Also die Daten sollen eigentlich Full HD sein, 12 Megapixel und so weiter, glaube ich zwar nicht so ganz, aber naja, lassen wir uns mal überraschen und wir sehen uns bis dann. Ciao. Toll, LCD-Screen. Was haben wir denn hier noch so Schönes? Hier haben wir noch 12 Megapixel CMOS-Sensor angeblich. Gibt es in 7 Farben. Ich habe sie in schwarz. 12 Megapixel, 8 Megapixel und 3 Megapixel gibt es die Auflösungen. 1080p mit 30 FPS. Und VGA in 60 FPS. Ja. H264 Codec. Vierfacher Zoom. 170 Grad Linse, Slot für MicroSD und ja, sie soll wasserdicht sein und ist relativ leicht und da ist ein 900 mAh Akku dabei und ja, sonst ist hier eigentlich nichts weiter. Packen wir das nochmal aus. Also hier haben wir mal so ein paar Gurte zum Befestigen. Dann haben wir noch eine Anleitung. Da haben wir noch ganz viele Montagemöglichkeiten, die kennen viele von der GoPro, denke ich mal. Also, ja. Hier ist auch noch so ein Montageding. Hier ist auch noch so eins. Ich weiß nicht mal, wofür die einzelnen Dinger da sind. Ich kenne mich damit zu wenig aus. Auf jeden Fall sind alle zum Befestigen, das ist hier, denke ich mal, für Fahrrad oder sowas. Hier ist auch nochmal so ein Clip. Hier ist nochmal so ein Befestigungsding. Hier sind so Kleber, die kann man dann am Helm befestigen sozusagen. Hier sind auch nochmal so kleine Klebepads und so ein Metallschlaufe. Hier ist nochmal so eine Halterung, da kann man die auf ein Stativ rauf machen, also raufschrauben. Finde ich ganz gut, wenn ich mal ein Stativ hätte. Kabelbinder, ich weiß nicht genau, wofür die man jetzt braucht. Dann noch ein USB-Kabel, ganz normales Micro-USB. Fokussiere jetzt mal bitte. Dankeschön. Also ganz normales Micro-USB. Dann haben wir hier noch einen ganz normalen Netzstecker, was hat denn der? Der hat 0,1 Ampere. Und ja, gut. Ziemlich wenig. Dann haben wir hier auch nochmal so ein Dock, sag ich mal. Und hier noch eine Ersatzhaube für das Case. Und jetzt kommen wir mal zur Kamera. Also das ist das wasserdichte Gehäuse. Das kennt viele von der GoPro, denke ich mal. Und ja, jetzt macht sich Schutzfolie drauf. Hier unten ist auch so ein Mount zum Befestigen. Ich schalte die Kamera mal ein. Kartenfehler formatieren, ja. Okay, gut. Die Karte ist drinne. Und hier können wir umschalten zwischen Foto, keine Datei, okay, ja, Video, das war eben die Vorschau sozusagen. Und hier können wir zoomen. Moment. Ach,
Ne, da schaltet man sie aus, okay. Ich weiß gar nicht, wie man ins Menü reinkommt. Ja. Da oben gedrückt halten und dann kann man hier hoch und runter schalten und da kann man alle ganz viel einstellen. Was genau, weiß ich jetzt noch nicht. Ich werde gleich noch ein bisschen, ich werde gleich noch eine Aufnahme machen, wo ihr die Kameraqualität von der Cam seht. Und ja, mal schauen, wie das so aussieht. Alles klar, bis gleich, Leute. Ciao. Hey Leute, willkommen zurück. Ihr habt ja das Video gesehen. Von der Qualität her ist die Kamera wirklich der größte Scheiß. Das Zubehör ist ganz geil. Aber das war es dann auch schon wieder eigentlich. Also die Kamera sieht gut aus, ist aber im Endeffekt scheiße. Ja, was soll man dazu sagen? Soll angeblich 12 Megapixel haben, Full HD, habe ich davon nichts gesehen, gar nicht. Kein Autofokus, so wie angegeben. Ja, kauft euch diese Kameras nicht. Kauft euch keine GoPros für 30 Euro. Das könnt ihr knicken, das ist der größte Scheiß. Ja, ich bin jetzt auch wieder ein bisschen schlauer, ja. Und, ja, lasst die Hände von diesem China-Müll. Also was Kameras betrifft auf jeden Fall. Manche Sachen aus China sind ganz geil, so diese Smartphones so sind teilweise ganz gut. Aber Cams sollte man echt weglassen. Also, ja, ist ein Griff ins Klo gewesen. Werde ich nie wieder machen. Also nicht bei Kameras auf jeden Fall. Ja, schade eigentlich. Ich hätte sie sonst mich gerne benutzt fürs Airsoft-Spielen oder sowas. Aber da man darauf sowieso nichts erkennt, ist es eigentlich unnötig. Ja, mal schauen. Alles klar, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mehr Unboxings sehen wollt, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Wenn euch das Unboxing gefallen hat, schreibt doch mal einen Kommentar. Ja, und nicht abonnieren vergessen, ja? Alles klar, ciao Leute.